Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir starten wieder ins Spiel und schauen uns jetzt einmal ganz kurz um, wo hier die Kiste sein soll. Die soll dort oben sein. Na toll. Komme ich da einfach so rauf oder brauche ich dafür jetzt einen Enterhaken? Wir sind auf der Kürbisinsel und könnten im Prinzip gleich mal unsere Aufgabe erledigen, die wir hier noch zu tun haben. Vielleicht sollte ich mal den Vogel rufen und versuchen, auf den Kürbis selber abzustürzen. Nee, nicht einfach loslassen. Runterlaufen bitte. Dankeschön. Komm, komm, komm. Einmal rauf auf den Kürbis. Ja, klatsch. Direkt drauf gelandet. Super. Wunderbar. Dankeschön. Und wir haben einen goldenen Rubin erhalten im Wert von 300 Rubinen. Na, herzlichen Dank dafür. Die können wir richtig gut gebrauchen. Jetzt können wir unser Schild wenigstens bis zur Unkenntlichkeit verwüsten. Sehr nice, das freut mich sehr. Das Schild können wir auch richtig gut gebrauchen nachher in den verschiedenen Dungeons bzw. im Kampf. Hervorragend. So, jetzt können wir mal mit dir reden. Hallo. Oh, du hast eine leere Flasche mitgebracht. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hurtig. Na, worauf wartest du noch? Du hast eine heiße Kürbissuppe erhalten. Diese hausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Ach, eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Ja, ich beeil mich. Also wir haben 5 Minuten Zeit, um zum Schwertmeister zu gelangen, ihm die Suppe zu bringen und dann anschließend wieder zurückzukehren und zu sagen, ob ihm die Suppe geschmeckt hat oder nicht. Auf geht's, meine Lieben. Los. Und schwuppdiwupp. 5 Minuten, das sollten wir doch wohl schaffen. Insbesondere dann, wenn wir sogar noch einen Beschleuniger haben wie den da vorne. Dann sind wir relativ fix wieder im Wolkenhort und dann können wir auch gleich unser Schild weiter aufstufen. So ist Leben eben, meine Lieben, und es wird Regen geben. Bei mir draußen regnet es auch gerade. So, komm schon. Guck mal, und schon sind wir fast da. So schnell kann es gehen, das liebe ich an diesem Spiel, dass man nicht ganz so lange unterwegs ist wie bei The Wind Waker. Da vorne, da landen wir direkt vor unserer Schule. Und dann springen wir runter, holen uns den Schwertmeister bzw. bringen ihm die Kürbissuppe, dann ist alles gut. Hopp, perfekt. Und rein in die Übungshalle. Na, mein Freund, ich habe hier heiße Kürbissuppe für dich. Hallo, Bisu. Übst du auch fleißig mit dem Schwert? Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. Und du hast einfach so eingewilligt? Ja, einfach so. Na, dann her damit, aber hurtig. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Ja, das machen wir. Aber vorher holen wir uns das bessere Schild. Sehr nice. Gut, wir brauchen dann nur noch irgendwann das Wüstengras, um den Rest fertig zu machen. Es wird noch eine Weile dauern, aber das kriegen wir auch noch hin. Zur Not kann ich das offscreen machen, ist ja bloß ein bisschen Gras sammeln. Mehr ist es ja nicht. So, wenigstens können wir mit den Eulen Ausdauerfrüchten schön weit laufen. Dann haben wir die Möglichkeit, direkt hier reinzugehen, in den Bazar und unser Schild aufzustufen. Mit den Rubinen, die wir jetzt in der Tasche haben, ist das überhaupt kein Problem. Wo ist er jetzt? Da ist er. Doroko. Hey, wie geht's beim Drapo? Er fragt auch immer wieder nach. Ihm geht's gut. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Na dann, verbessere das hier mal. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nee, kein Problem, alle Dude. Alles klar, dann lege ich mal los. So, dann haben wir jetzt nämlich das beste Schild, was es aktuell gibt. Wobei es noch ein anderes Schild geben soll. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir.
Du hast den göttlichen Schild erhalten. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist um ein Vielfaches robuster als sein Vorgänger. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Oh, das kriegen wir bestimmt hin. Das hier beispielsweise, können wir das verbessern? Dafür bräuchten wir ebenfalls Monsterklauen, aber die will ich behalten für den Bogen, denn der ist mir wichtig. Dass wir den auf jeden Fall verstärken, denn der hat dann mehr Angriffskraft. Das wäre nice. Guti, danke. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es hinter uns gebracht. Was habt ihr denn jetzt für Anliegen hier? Warum redet ihr mit mir? Willkommen. Ach, es tut mir leid, dass ich hier so vor mich hinseufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verbessert haben möchtest? Nein. Ich verstehe. Komm jederzeit wieder, wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest. Ich habe einen neuen Trank im Angebot, mein Lieber. Ich nenne ihn Lufttrank. Dieser Trank sorgt dafür, dass sich unter Wasser deine Luftanzeige ein wenig langsamer leert. Das ist doch wirklich praktisch, oder? Wähle ihn aus, wenn du ihn kaufen willst. Du weißt ja schon, wie das geht. Nee, danke. Also es gibt verschiedene Tränke. Wir könnten die dann teilweise auch verstärken. Das ist durchaus möglich. Ein Schild haben wir schon. Apropos Schild, den werde ich jetzt erstmal ausrüsten. So, jetzt haben wir einen richtig guten Schild und der hält auch eine Weile durch. Das ist schon mal sehr praktisch. Ich kann ihn jetzt bloß nicht zücken. Verdammt. Aber er ist sehr gut gegen Flüche, gegen Elektro und gegen Feuer. Sehr resistent. Geht bloß sehr, sehr schnell kaputt. Das ist das einzige Problem bei dem Schild. Und deswegen will ich noch ein anderes Schild haben. Aber das kriegen wir erst sehr viel später. Guti, ich glaube, wir sind jetzt soweit ausgerüstet, haben alles soweit gemacht. Wir müssten im Prinzip nur noch dem einen ausrichten. So, da war ich jetzt ein wenig überfordert mit der aktuellen Situation, die jetzt gerade im Livestream stattfand. Was da genau passiert ist, das könnt ihr euch im Nachhinein ansehen. Aber ich werde jetzt einfach weitermachen. Es geht wieder weiter rein ins Vergnügen und wahrscheinlich auch gleich rein in den nächsten Tempel. Muss man gerade überlegen, wir könnten uns im Prinzip noch andere Kisten holen, aber das machen wir nicht. Und bevor wir zum nächsten Tempel gehen, Mensch, einmal zurück auf die Kürbisinsel. Die darf ich nicht vergessen. Immerhin haben wir dort noch einmal auszurichten, dass die Kürbissuppe gut und lecker angekommen ist. Und sie wurde ganz schnell wegschnabuliert von dem Schwertmeister. So, rein ins Vergnügen. Oh, dich hätte ich gerne, aber ich krieg die nicht. Ich bin echt zu dumm zum Fliegen. Ich bin echt dumm. Komm schon, das wird schon. Und runter da. Mal sehen, was er jetzt zu sagen hat, der Gute, in seinem Kürbisladen. Wir können auch nicht irgendwie oben reinfallen, ne, in den Kürbisstiel. Das ist nicht möglich. Immerhin, wir haben hier schon zwei Kisten gelootet und vielleicht kriegen wir noch bald noch eine weitere dazu. Wenn wir so weitermachen mit den heiligen Artefakten der Göttin, dann wird alles wunderbar. Dann wird alles wunderschön. So, mein Freund, ich bin wieder da. Ausgezeichnet, du hast die Suppe also abgeliefert und heiß war sie auch noch. Nun, dann lass mich das kurz mit deinen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Hui, das reicht noch lange nicht aus, um für den zerstörten Kronleuchter aufzukommen. Als nächstes wirst du bei der Kürbisernte helfen und ich will keine Beschwerden hören. Gut. Das dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Weitere Einzelheiten erklärt dir Kabocha. Aber vergiss nicht, auf meinem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Wer kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet? Ah, okay. Interessant. Sollte das jetzt ein Hinweis auf eine japanische Story sein? Oder vielleicht sogar ein Hinweis auf das Spiel, dass man sie nachts mal ernten sollte? Wir werden sie jetzt ernten am Tag. Kabocha scheint schon draußen zu sein. Da ist sie. Moin, Pübbi.
Dann ist das beschlossene Sache. Du hilfst uns also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wird das reinste Zuckerschlecken? Dann lass uns das Ganze doch etwas spannender gestalten. Versuch, 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie auf den Boden. Also, bist du bereit? Oh Gott. Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich zeige dir, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen. Ach, darunter. Gib dein Bestes und trage die Kürbisse ins Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuche möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts zu fallen drohen, gehe nach rechts. Drohen sie nach links zu fallen, bewege dich nach links. Die Balance zu halten ist hierbei das A und O. Gerate nicht in Panik und fang bloß nicht an zu rennen, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Oh, verdammt. Ja, nee, ist klar. Okay. Einer der Gründe, warum ich jetzt nicht rede, ist, dass die Kürbisse echt gemein sind zu mir. Ganz ruhig, Kürbisse. Kommt wieder zurück an Ort und Stelle. Oh Gott! Das hat sie doch mit Absicht manipuliert, oder was? Das sieht ganz gut aus. Ja, geschafft. Ich wusste, du würdest es schaffen. Du hast tatsächlich alle Kürbisse ins Lager gebracht. Das bedeutet dann wohl, dass es hier nichts mehr für dich zu tun gibt. Hab vielen, vielen Dank. Gerne. Okay. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Ich hoffe, das hat wieder ein bisschen was von unseren Schulden runtergerissen. Oh, Gott sei Dank. Puh. Mein Herz. Das kann mein altes Herz nicht mehr ab. Ich krieg noch einen Herzinfarkt hier. Mit diesen ollen Kürbissen. Ah, da bist du ja wieder. Nun, was kannst du als nächstes für mich tun? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, das du bei dir trägst? Das ist es. Ich habe die perfekte Aufgabe für dich, aber diese Aufgabe kannst du nur nachts für mich erledigen. Würde es dir etwas ausmachen, nach Einbruch der Dunkelheit nochmal vorbeizuschauen? Okay, das heißt, wir kommen in der Nacht nochmal wieder, werden dann Kürbisse ernten und mal gucken, was dann passiert. Und wir werden dann in der Nacht hier wahrscheinlich auch nochmal mit dem Instrument spielen müssen. Machen wir dann. Aber jetzt gehen wir erst einmal zum nächsten Tempel. Mit dem neuen Schild ausgerüstet sollte das kein Problem mehr sein. Der nächste Tempel, wo mussten wir dafür hin? Zum Krater von Eldin. Nein, stimmt nicht. Wir müssen ja erst einmal dafür sorgen, dass der Tempel aufgeht. Wir brauchten das Riesengefäß, das heißt zurück zum Wald von Faron. Und damit dann das Riesengefäß holen. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. An diejenigen im Live-Chat. Was glaubt ihr, was das Riesengefäß ist, das wir holen müssen, um Wasser zu transportieren? So, wir gehen währenddessen mal zum Floria Wasserfall. Perfekt. Denn hier könnten wir vielleicht noch das ein oder andere holen. Unter anderem müsste hier oben auch nochmal ein Stein sein. Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Ja, sieht gut aus. Das heißt, wir haben schon wieder ein Artefakt der Göttin gefunden und können damit eine Kiste in der Luft freischalten. Wunderbar. Ups, passiert. Komm, Link, stell dich nicht so an. Die paar gebrochenen Beine.
Guckt mal, meine Lieben, da haben wir den Wasserdrachen. Und wo war der Wasserdrachen drin? Genau. In einem großen Gefäß, in dem er das Wasser mit eingelagert hat. Tada! Oh, sieh an, das Menschenkind, hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu nutzen? Wie? Du möchtest dir meinen Wasserbehälter leihen? Nun gut, meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn so schnell nicht mehr benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Ja, bitte. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde nun nach ihm rufen. Pferdfei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Oh, das ist aber groß. Aber kein Problem für mich. Hey, grüner Wicht, sieh zu und lerne. Ich glaube, der mag mich nicht. Ich warte damit dann wie immer am Himmel. Tu das. Gebieter, lass uns ins Wolkenmeer zurückkehren und von dort zum Vulkan fliegen. Das werden wir tun. Dankeschön, Wasserdrache. Wir sehen uns bestimmt nochmal irgendwann wieder. Auf geht's, ab zurück ins Wolkenmeer und dementsprechend dann hoch zum Vulkan von Eldin. Oh, verdammt. Es klappt nicht immer so, wie ich mir das vorstelle hier mit der Steuerung. Aber jetzt sind wir oben angekommen. Perfekt. So, jetzt nehmen wir noch mit. Dann sind wir wieder bei 13 Herzen. Uns fehlen noch 2 weitere Herzteile. Dann haben wir 14 Herzen. Und mit dem nächsten Kampf werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen Herzcontainer bekommen, sodass wir dann bei 15 sind. Das wäre toll, das wäre super. Wir nehmen jetzt einfach die Statue, damit sind wir relativ schnell wieder oben im Wolkenmeer. Und rein da.